Okay, herzlich willkommen heute zum Unternehmertalk. Ich freue mich ganz besonders auf einen ganz besonderen Gast, auf den Klaus Kopiol. Herzlich willkommen, Herr Kopiol. Schön, dass Sie Zeit haben und vor allem, dass Sie sich Zeit nehmen, für unsere Hörer und Leser so ein bisschen Einblick zu geben darf ich das sagen, das Lebenswerk eines geborenen Unternehmers? Da lacht er. Oder hören Sie das Wort Lebenswerk noch nicht so gern? Naja, wir sind mittendrin. Sie sind mittendrin, genau. Ich erzähle ein bisschen was über Sie und Sie korrigieren mich bitte, wenn ich da irgendwas Falsches dazu sage. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass speziell unsere Leser und unsere Hörer Klaus Kopiol natürlich kennen. Nichtsdestotrotz wird vermutlich der Podcast oder das Video natürlich auch seine Kreise ziehen und vielleicht stößt der eine oder andere dann auf dieses Video und sagt, Klaus Kopiol ist mir vielleicht auch noch nicht ganz so bekannt. Jahrgang 48, wenn ich richtig informiert bin. Ja. Mit 22 selbstständig. Ja. Und gleich so in die Vollen gegangen als Unternehmer, nämlich mit einer Wachstumsstrategie, die da ausgesehen hat, in 10 Jahren 10 Szene-Lokals zu öffnen. Richtig. Und dann nach dieser ersten Sturm- und Drangzeit zu dem gekommen, was Sie jetzt seit über 30 Jahren machen, nämlich den Schindlerhof weiterzuentwickeln, weiter wachsen zu lassen. Den erstmal zu gründen natürlich. Den erstmal zu gründen, genau. Und mit dem Schindlerhof natürlich auch eine Benchmark zu setzen, die schon sehr einzigartig ist und vielleicht nicht nur deutschlandweit, sondern auch international. Das ist richtig, ja. Das kann man wirklich sagen, ohne rot zu werden. Okay, wunderbar. So, jetzt hat dieser Klaus Kopiol natürlich einmal diese Unternehmergene, er hat aber auch irgendwie zwei Berufungen. Und meine erste Frage ist die, ist der Klaus Kopiol ein Vorzeigeunternehmer, der seine Begabung als Seminarleiter und Speaker entdeckt hat und jetzt seine Erfahrung weitergibt? Oder ist der Klaus Kopiol eine Rampensau, die einfach beweist, dass das, was er erzählt, auch in der Praxis funktioniert? Also ich bin zu dem Speaker-Business gekommen wie die Jungfrau zum Kind, mit über Preise und Auszeichnungen. Okay. 1990, Cordelier des Jahres, und dann ist ja eine Lawine nacheinander an Auszeichnungen auf uns niedergeprasselt. Mhm. Und bei dieser ersten Auszeichnung hat mir jemand nachgefragt von Coca-Cola, ob ich für die einen Vortrag halte. Okay. Ich habe normalerweise nach 2 Gläsern Shampoos zugesagt, in meinem Leben einen Vortrag gehalten, habe das dann gemacht. Mhm. Dann ist aus einem Vortrag ein zweiter, ein dritter, ein vierter geworden, und irgendwann habe ich gesagt, es wird immer mehr, ich kann mir da ein zweites Standbein aufbauen, und habe das dann in einer eigenen GmbH reingesetzt, Glow and Tingle, und habe im stärksten Jahr 204 Seminartage absolviert, weltweit, wow. Also von Dubai bis Irkutsk in Sibirien, von Belfast bis Istanbul. Und jetzt bin ich 68 und habe mich entschieden, ich arbeite nur noch halbtags, also 40 Stunden die Woche, und 80 Seminartage im Jahr. Okay. Damit kommt jetzt endlich auch mal ein Leben nach der Arbeit zum Zug. Okay. Ein Leben nach der Arbeit, ist das überhaupt so in dem Lebensplan eines Klaus Kopiol vorgesehen, oder ist Leben nicht einfach Arbeit? Also ich hasse das Wort Work-Life-Balance, weil es gibt keine Arbeitszeit und Freizeit, es gibt nur Lebenszeit. Und ich möchte innerhalb dieser Lebenszeit immer arbeiten dürfen. Das ist ein Privileg, das ist was Besonderes, wenn ich mit 75 oder mit 80 noch mit meinen Führungskräften vielleicht beim Jahreszielplan ein bisschen meinen Input, meine Kreativität mit reingehe. Aber ich war ja noch nie im operativen Geschäft in den 31 Jahren Schindlerhof. Ich arbeite nicht im Unternehmen, ich arbeite am Unternehmen. Das ist eine ganz andere Baustelle. Heißt es, dass der Coach und Seminarleiter Klaus Kopiol die gleichen Anteile hat wie der Unternehmer, oder gibt es einen Schwerpunkt jetzt mittlerweile nach diesen vielen Jahren? Also ich meine, beruflich bin ich Vollblutgastronom. Das Hotelier sein hat sich eigentlich so als Wurmfortsatz dazu entwickelt. Mhm. Ich liebe einfach die Gastronomie. Das hat mit Essen, mit Trinken, mit Kommunikation zu tun. Mhm. Und das andere hat sich eigentlich daraus entwickelt. Und ich habe vielleicht gelernt zu lieben. Also die ersten Male war das natürlich noch relativ holprig. Und dann habe ich gemerkt,
je mehr Lampenfieber dazu kommt, umso besser wirst du. Mhm. Ich habe heute noch bei jedem Auftritt, egal ob es 10 Leute sind oder 8.000, immer noch riesiges Lampenfieber, bevor es losgeht. Mhm. Und wir haben wirkliche Profis gesagt, wenn das mal aufhört, dann musst du auch aufhören. Okay. Jetzt haben Sie natürlich das Glück, auf eine lange Karriere zurückschauen zu können. Und das ist vielleicht etwas, was gerade für Unternehmer so eine Quelle von Inspiration ist und auch eine Quelle von Erfahrung. Wenn Sie mal zurückdenken, mit 22 haben Sie begonnen, in die Selbstständigkeit einzutauchen. Wann war der Punkt, an dem Sie gefühlt haben, jetzt bin ich als erfolgreicher Unternehmer angekommen? Wie lange hat es gebraucht? Ja, erst mit dem Kauf der Immobilie. Ich war ja mit meinen Szenenlokalen 9-mal Pächter. Mhm. Pächter sind Unternehmer zweiter Klasse. Mhm. Und das sagten schon Marx und Engels, alle Produktionsmittel müssen in einer Hand sein. Die haben natürlich eine andere Hand gemeint. Mhm. Und ich hatte so ab der 4., 5., 6. Gründung immer so ein dumpfes Gefühl im Bauch. Das ist zwar ganz flippig, was du da wieder machst, aber letztendlich ist es heiße Luft, mhm, wenn du nicht die Substanz besitzt. Und mit dem Schindlerhof ab 1984, ich hätte in die Erde reinbeißen können, war ich endlich Unternehmer erster Klasse. Also da hat es eigentlich erst den Durchbruch gegeben. Mhm. Und von dem Moment an war das Business auch langfristig angesetzt. Mhm. Die Szene-Gastronomie ist ja immer kurzlebig. Mhm. Ich hatte eine Diskothek mit 25, was will ich mit so einem Laden, wenn ich älter bin als 30, da gab es noch keine Ü30-Partys. Mhm. Okay. Vollkommen wie im falschen Film. Mhm. Der Schindlerhof ist eben was Seriöses, was auf Dauer angelegt ist, auf Generationen angelegt ist, und da können sich meine Enkel noch austoben. Okay. Heißt das, dass Sie mit der Gründung oder mit dem Kauf des Schindlerhofs tatsächlich schon das Gefühl haben, jetzt bin ich erfolgreich, obwohl der Erfolg ja an diesem Zeitpunkt erst beginnen konnte? Von dem Moment wusste ich, ich habe eine Basis. Vorher hing ich in der Luft. Mhm. Also Sie sind als Pächter, wenn Sie nicht Ihr Geschäft in eigenen Immobilien haben, immer abhängig von Hausbesitzern, wenn der Vertrag abläuft, wird die Miete erhöht. Sie können im gewerblichen Bereich aus wichtigen Grund fast immer gekündigt werden, mhm, im Gegensatz zum privaten Mietrecht. Mhm. Und das war alles Damoklesschwerter, ich habe mich nicht frei gefühlt. Mhm. Und ich glaube, Erfolg definiere ich so, frei sein. Okay. Und frei sind Sie erst dann, wenn Sie selber bestimmen können, ohne irgendwelche Stricke am Hals. Mhm. Okay. Ich habe es auch von Anfang an geschafft, nicht privat haften zu müssen. Das heißt, bei meinen umfangreichen Immobilienfinanzierungen haben meine finanzierenden Banken nur die Flurnummer jeweils zur Sicherheit. Also man nennt es eine enge Sicherungsvereinbarung, mhm, und keinerlei darüber hinausgehende Haftung. Das ist natürlich ein wunderbares Gefühl von Freiheit, wenn du weißt, es kann dir eigentlich gar nichts passieren. Ist das so ein Punkt, wo man, was Sie sagen würden, da im Punkto Finanzierung, das war früher leichter als Unternehmer zu starten als heute? Ist das so ein Punkt, wo man sagt, das war früher besser? Jein. Also natürlich war es früher besser, wenn ich mit einem Vorstand einer Sparkasse ein gutes, vertrauensvolles Verhältnis hatte, hat ein Händedruck gereicht und die Finanzierung lief. Mhm. Heute haben Sie Basel II, Basel III, Sie werden durch ein Computerprogramm durchlaufen lassen, Sie müssen vorher einen Businessplan vorlegen, aber letztendlich scheitert keine gute Geschäftsidee an der Finanzierung. Mhm. Also die Banker müssen ihr Geld verkaufen wie der Bäcker seine Brötchen. Mhm. Sie haben nur strengere Vorgaben, weil sie nach dem neuen Kreditvergabegesetz ja sogar Teile ihrer eigenen Pension riskieren würden, mhm, wenn sie leichtfertig vorgehen. Mhm. Aber letztendlich, ich sehe es ja jetzt bei den insgesamt 6 Finanzierungen, 6 Baustufen im Schindlerhof, trotz Basel II, es wurde eher leichter. Mhm. Weil Basel II hat einen großen Vorteil gebracht. Mhm. Endlich wurde die Zinshöhe angepasst an die Kreativität, an die Geschäftsidee des Unternehmers. Vorher mussten wir immer eine höhere Zinshöhe akzeptieren, weil wir die Ausfälle mitfinanzieren mussten. Mhm. Mhm. Und jetzt müssen die potenziellen Ausfälle von vornherein höhere Zinsen, mhm, in Kauf nehmen und die guten Leute mit einem geringen Ausfallrisiko halt sehr, sehr geringe Zinsen. Mhm. Ich habe ein Ausfallrisiko nach dem letzten Ratinggespräch vom April dieses Jahres von 0,21%. Sehr gut. Da kann man natürlich entspannt mit dem Banker über Konditionen reden. Absolut, genau. Am besten im Schindlerhof auf der Terrasse bei einem schönen Glas Cognac.
Herr Koppel, wie oft haben Sie Ihre Vision geändert, verändert im Laufe Ihrer Tätigkeit? Eigentlich nie. Nie? Ich habe in meiner Vision eigentlich zwei Begriffe, die sich nie geändert haben. Das eine ist Freude und das andere ist Freiheit. Fangen wir mit Freude an. Ich habe in meinem Leben noch nie gearbeitet. Ich habe meinen Kinderspielplatz in Bamberg, wo ich aufgewachsen bin, ausgetauscht gegen einen viel geileren Abenteuerspielplatz für Erwachsene, wo ich jeden Tag austoben kann. Ich finde, das Leben ist zu kurz, um Dinge zu machen, die einem keine Freude machen. Und in dem Moment, wo es einem Freude macht, merken Sie gerade, dass Sie schon wieder 10 oder 12 Stunden an irgendeiner Sache gestaltet haben. Es gab mal einen Song in meiner Jugend, Sie werden sich noch an ihn erinnern, von Simon & Garfunkel, El Condor Pasa, mit einem wunderbaren Refrain. I'd rather be a hammer than a nail. Ich wäre lieber ein Hammer als ein Nagel. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Weggabelungen im Leben eines jungen Menschen. Wenn Sie Nagel sind, kann eine 40-Stunden-Woche sehr lang sein. Als Hammer merken Sie gar nicht, dass Sie schon wieder 50 Stunden irgendwas Verrücktes gemacht haben. Ich kann natürlich auch der Hammer sein, aber nur in einem Unternehmen, das mir sehr viel Empowerment gewährt, das mich ermächtigt, Entscheidungen zu treffen, das mir erlaubt, Fehler zu machen. Also keine Kreativität ohne Fehler, das geht gar nicht. Leichter als selbstständiger Unternehmer. Und das Zweite ist eben Freiheit. Also mich hat als Schüler schon gestört bei den ersten Ferienarbeiten, wenn auf einer Lohnsteuerkarte stand, Einkünfte aus abhängiger Beschäftigung oder Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit. Da haben sich schon die Nackenhaare bei mir aufgestellt. Und ich glaube, dieses Unternehmergehen muss jemand haben, bevor er sich in die Selbstständigkeit stürzt. Wenn er es ohne das täte, ist es eine Anleitung zum Selbstmord. Okay, dann stellt sich natürlich dann für viele die Frage, woran erkenne ich denn, dass ich dieses Gen tatsächlich habe oder was macht mich denn so sicher? Ja, dieses Wissen um ein Restrisiko. Ich kann Ihnen ein schönes Beispiel geben. Ein Bekannter von mir, Tim Mälzer, der Fernsehkoch und Gastronom aus Hamburg, sagte mir bei einem Treffen, wo wir beide einen Vortrag hatten auf Sylt, für L'Oreal, für viele Friseure, ich baue jetzt ein Restaurant in New York. Und dann habe ich ihn unglaublich angeguckt. Und da hat er nachgelegt, ich will mal wieder scheitern. Okay. Der wird scheitern, der ist viel zu intelligent. Es ist ihm bewusst, dass es ein Restrisiko im Leben gibt. Und ich glaube, dieses Spiel, dieses kalkulierte Spiel mit Risiko, das macht das Leben abenteuerlich und spannend. Für mich wäre es das Schlimmste, mit 30 gewusst zu haben, ich werde mit A17 Besoldung als Beamter ins Gras beißen, da wäre ich heute schon tot. Okay. So, aus unserer Erfahrung im täglichen Leben, wir arbeiten ja viel mit, oder hauptsächlich auch mit mittelständischen Unternehmern. Da treffen auch viele Unternehmertypen, die so eher die leisen Unternehmer sind und die trotzdem über viele Jahre sehr erfolgreich sind. Was wir dann immer wieder feststellen ist, viele Unternehmer haben irgendwie Angst vor Visionen. Schon allein ein bisschen Angst, das Wort in den Mund zu nehmen, weil die sofort in einen Vergleich gehen, wenn sie jetzt sagen, ja, Tim Mälzer oder eben auch ein Klaus Kobiol. Ja, das sind natürlich Leute, die, wenn die von Vision reden, so bin ich nicht. Ich kann gar nicht so groß denken. Trotzdem führen diese Menschen über viele Jahre, manchmal über viele Jahrzehnte, auch ihre Unternehmen erfolgreich. Liegt es daran, dass sie sich dann einfach auch an gute Werkzeuge halten? Oder was glauben Sie, was macht diese Unternehmer aus, diese stillen Unternehmer? Also ich gebe Ihnen eine provokative Antwort. Ja. Es gibt erfolgreiche Unternehmer, die nicht wissen, warum sie erfolgreich sind. Okay. Das sind immer die gleichen, die, wenn der Erfolg irgendwann zurückgeht und wenn es nach Jahrzehnten ist, auch nicht wissen, warum der Erfolg zurückgeht. Und natürlich wissen wir seit Jahrzehnten, dass ein Unternehmen ein Leitbild braucht, also ein Mission Statement, wie immer sie es nennen wollen. Ich habe das seit 1984 und es war eigentlich nur ein Rumgesülze auf der philosophischen Ebene. Ich, wenn meine 5 engsten Führungskräfte gefragt hätte, was ist der wichtigste Satz, hätte ich 5 Antworten gekriegt. Und das habe ich aber inzwischen reduziert auf eine Größe einer Scheckkarte. Im Schindler kriegt jeder Mitarbeiter am ersten Arbeitstag diese Scheckkarte, für Geldbeutel, für die Handtasche und natürlich die Erklärung dazu. Und hier drauf stehen
die Antworten auf die drei wichtigsten Fragen in jedem Unternehmen. Mhm. Vision, mhm. Werte, Strategie. Mhm. Klingt geschwollen. Mhm. Man muss ganz einfache Antworten geben auf folgende Fragen bei der Vision. Wer wollen wir sein? Mhm. Und da steht bei mir auf dieser Checkkarte eine Talentschmiede und gleichzeitig eine Pilgerstätte für Herzlichkeit. Mhm. Bei den Werten wird die Frage beantwortet, was ist uns wichtig? Mhm. Das sind drei Halbsätze, Freude am Tun, Freiheit bei der Arbeit, Harmonie im Miteinander. Und bei der Strategie wird die lächerliche Frage beantwortet, wie will ich denn dahin kommen? Mhm. Und da steht bei uns, über den Umweg der Mitarbeiterorientierung hin zu einer hohen Kundenbegeisterung, wobei wir diese Kernkompetenz ständig durch Preise und Auszeichnungen unter Beweis stellen, die unseren Weg quasi wie eine Perlenkette begleiten. Und seitdem ich die Checkkarte habe, bekomme ich gleichlautende Antworten, wenn es um die Frage nach der Vision und nach den Werten geht. Und das war vorher eben nicht der Fall. Okay, also eine... Dann immer nur empfehlen. Ja, genau, eine Aufforderung an die Unternehmer, sich dem übergroßen Thema Vision vielleicht doch zu nähern, weil es gar kein so großes Thema ist, sondern weil die Kunst darin besteht, die Vision wirklich auf den Punkt zu bringen, für jeden verständlich und nachvollziehbar zu machen. Ich muss rausfinden, what makes me tick? Was treibt mich an? Dann biete ich das potenziellen Mitarbeitern an und die haben die Möglichkeit zu sagen, finde ich geil, mache ich mit oder um Gottes Willen, mit dem will ich nichts zu tun haben. Sehr einfach. Es polarisiert, genau wie ein gutes Marketingkonzept. Also wir wollen nicht everybody's darling sein. Die Eier gegen die Wollmilchsau hat ausgedient. Ja, okay. Jetzt sind ja die ganzen Konzepte, sage ich mal, sehr auf den Punkt gebracht und sehr nachvollziehbar, stehen ja hier in Ihrem Buch drin. Also wenn man in diesem Buch liest, kann man mit diesem Buch ja schon unglaublich weit kommen, wenn man in dem Bereich noch wenig gemacht hat. Gleichzeitig habe ich mal in einem Interview mit Ihnen gehört, dass Sie sagen, der andere Teil Ihres Erfolges hat drei Säulen: Urvertrauen, Begeisterung und ein harmonisches Familienleben. Völlig klar. So, die Dinge, die hier drin stehen, die kann ich, sag ich mal, nach Fahrplan erledigen. Woher oder wie halte ich die Quelle des Urvertrauens, der Begeisterung und vor allem auch des harmonischen Familienlebens am Sprudeln? Fangen wir vielleicht mal am Schluss an. Okay. Zum unternehmerischen Erfolg gehört Glück. Mhm. Bei allem Wissen und Nase und Instinkt für just in time die richtige Idee und. Braucht es ein Quäntchen Glück. Mhm. Und es gibt Menschen, die haben alles, aber sie landen immer in die Scheiße. Mhm. Und ich hatte halt das Glück, dass ich, nachdem ich erst ein halbes Jahr Unternehmer war, 1970, bereits meine Frau kennengelernt habe. Mhm. Das heißt, ich bin jetzt seit 42 Jahren mit der gleichen Frau verheiratet. Wir kennen uns 46 Jahre. Mhm. Unsere Tochter ist 42. Mhm. Wisst ihr auch, warum wir geheiratet haben? Und ich hätte ohne sie alles das nicht geschafft. Mhm. Und ich werde nie vergessen, bei der ersten Finanzierung, da ging es um 6,6 Millionen D-Mark, sagten zwei erfahrene Banker, als wir ja das unterschrieben mit der engen Sicherungsvereinbarung: Wir haben keine Angst, dass wir das Geld von Ihnen zurückbekommen. Wir kriegen es nur dann nicht, wenn Sie sich scheiden lassen. Mhm. Dann wird jedes Vermögen zwischen den Mietmäulern, zwischen den Rechtsanwälten hin und her gezogen und am Schluss ist nichts mehr übrig. Und dann nützt auch die weite Sicherungsvereinbarung nichts. Mhm. Und das waren wirklich kluge, erfahrene, alte Banker, die waren damals schon in meinem Alter, in dem ich jetzt bin. Die wussten genau, warum sie mit uns das machen können, weil das hat eben gestimmt. Mhm. Das zweite Mal hatte ich Glück mit meiner Tochter. Es ist nicht selbstverständlich, dass Unternehmerkinder Unternehmergen haben. Und das hatte sie eben. Und noch mehr Glück ist es, dass sie auch dann noch den gleichen Unternehmensgegenstand präferieren, den auch die Eltern machen. Sie hätte auch Goldschmiedin werden können. Das stand auch mal eine Zeit lang zur Debatte. Mhm. Glückssache. Und das dritte Mal hatte ich Glück mit meinem Schwiegersohn. Sie hat einen Unternehmer geheiratet, auch wenn er was anders macht, aber er ist Unternehmer, hat Unternehmer gehen und wird sie sicherlich auch die nächsten 40 Jahre hier auch auf dem Schindlauf unterstützen. Er hat auch sein Büro bei uns auf dem Ensemble. Mhm. Und das sind Dinge, die können Sie nicht planen. Das stimmt. Trotzdem, also man braucht dieses Glück, da gebe ich Ihnen recht. Trotzdem glaube ich, dass vielleicht Glück gar nicht reicht. Also wenn ich Ihre Frau jetzt fragen würde, was macht Ihr Mann, dass Sie sich glücklich bei ihm fühlen? Was würde Ihre Frau dann sagen? Also wir müssen es eigentlich selber fragen, aber wahrscheinlich würde sie sagen, der macht mir seit 45 Jahren Mut, dass ich bei ihm bleibe
Er macht mir seit 45 Jahren Mut, dass ich Unternehmer bleibe. Hat mir 10-mal Mut gemacht, wieder bei Null neu durchzustarten und was Neues zu machen. Also mein Lebensmotto ist eigentlich der Mutmacher. Okay. Und vielleicht gibt es da die Kombination dann auch zwischen dem Speaker-Business und meinem eigentlichen Geschäft. Ich mache meinen Mitarbeitern Mut, ich mache Lehrlingen Mut, dass sie in eine Branche reingehen mit Nachtarbeit, Wochenendarbeit und 50-Stunden-Woche. Also ich meine, 40-Stunden-Woche ist ein Teilzeitjob für Blutarm. Das ist was für Frau Nahles, 17 Semester studiert ohne Abschluss. So viel Ahnung von Wirtschaft wie ein Nilpferd vom Bergsteigen. Okay. Damit können wir auch umgehen für die nächsten 2 Jahre. Dann ist es eh vorbei. Wenn ich bei Ihnen im Seminar bin, wenn Sie gerade vom Mut reden, welcher Nutzen ist denn am größten für mich? Ist es Ihre Erfahrung? Sind es Ihre Techniken? Oder ist es Ihre Energie und Ihre Kraft, die ich mitnehme? Was hilft mir am meisten, wenn ich bei Ihnen war? Was glauben Sie? Was sagen Ihre Seminarkunden? Ja, die sagen in erster Linie Energie. Die kommen, sagen wir, mit einem Energielevel von 60% rein und gehen nach 2 Tagen oder auch nach 2 Stunden mit 150% Energie raus. Also ich übertrage Energie. Es ist ja alles auf der Welt fließende Energie. Und die wächst einem immer wieder zu, die wächst immer wieder nach. Ich bin natürlich nach dem Seminar erst einmal platt. Aber ich merke dann schon, spätestens 4 Stunden später, boah, jetzt ist mehr Energie da bei mir als vorher, weil ich natürlich auch von den Teilnehmern sehr viel zurückbekomme. Das Zweite würde ich sagen, es gibt ja sehr, sehr viele Speaker und Trainer auf der Welt, die mir so vorkommen, als kennten sie 150 Liebespositionen, aber kein einziges Mädchen. Also sie haben das Kamasutra auch auswendig gelernt, aber sie sind eigentlich Eunuchen. Was die Teilnehmer von mir bekommen, ist ein lebendiges Unternehmen, wo sie, wenn die Vorträge auch noch im Schindlauf sind, zum Anfassen sehen können, wie das in der Praxis aussieht, was ich im Plenum erzähle. Okay. Und dadurch entsteht natürlich eine ungeheure Authentizität. Und da brauche ich auch keine Schubladenrezepte. Ich glaube, Buddha sagte mal vor 2.500 Jahren, Wahrheit ist, was funktioniert. Okay. Und dann ist ganz wichtig in meinen Seminaren, wenn Sie so wollen, das Dr. Maria Montessori-Prinzip. Hilf mir, es selbst zu tun. Ich zeige, wie ich es mache. Ich sage aber nicht, ihr müsst es so machen. Sondern das wird erst dann erfolgreich, wenn der Unternehmer sich selber einbringt. Wenn ich eigentlich das, was er bei mir gehört hat, in seinem Laden nicht einmal mehr erkenne, weil er sein eigenes Ding daraus gemacht hat, dann ist es erfolgreich. Und jemand, der irgendwas kopiert, das kann nicht funktionieren. Okay. Ich habe mal eine Frage aufgeschrieben, die Sie jetzt zum Teil schon beantwortet haben. Wie viel Unternehmervergangenheit in der Realwirtschaft braucht ein wirklich guter Speaker-Unternehmer-Coach? Ja, so viel als möglich. So viel als möglich. Nur, wenn er nur deshalb, was er irgendwo in der Schule gelernt hat oder in der Uni gelernt hat, macht's keinen Sinn. Das kann jemand auch nachlesen, das kann ich billiger haben. Da kaufe ich mir ein Buch, was weiß ich, von Al Rees, Jack Trout, Michael Porter, Tom Peters und wie sie alle heißen. Da muss ich mich nicht irgendwo reinsetzen und etwas lernen, was schon gelehrt worden ist. Ich will ja zum Lernen anregen und nicht zum Wiedergeben von Gelehrtem. Das ist ja gerade dieser Montessori-Ansatz, dass sie irgendwo was sehen, wie es sein könnte, wie so eine Art Blaupause, aber sie müssen wissen, ich muss mein eigenes Ding draus machen. Ich kann nicht die Vision von jemand anders übernehmen. Ich kann nicht die Werte einfach eins zu eins von jemand übernehmen. Dann wird es eine Kopie. Da fällt mir gerade ein Satz aus einem Buch ein, das da heißt, dieser Satz, wir werden alle als Unikate geboren. Leider sterben viele als Kopien. Okay. wenn wir von Energie reden, wenn Sie sagen, ich bin so der Mutmacher, sind wir ja so ein bisschen so im Bereich von Feinstofflichkeit auch. Ich persönlich kenne Sie jetzt natürlich schon länger, den Schindlerhof logischerweise auch. Ich habe sogar schon mal ein Seminar bei Ihnen gegeben, glaube ich 2000 war das, zum Thema Feng Shui, weil Sie ja auch in dem Bereich auch tätig sind. Meine Frage ist, was würden Sie sagen, wie viel Spiritualität steckt in diesem Klaus Kobiol und was hat er für ein Verhältnis dazu und wie nutzt er es? Also ich bin immer wieder erstaunt, dass in mir mehr Spiritualität drinsteckt, als ich eigentlich glaube. Und ich glaube, dass ich das
nonverbal übertragen bekomme von meiner Frau, die natürlich noch wesentlich mehr hat als ich. Also ich finde wieder ein paar Beispiele. Meine Frau war zweimal in China, hat in Südchina, in Xiamen, Vorlesungen über Feng Shui besucht. Dann hat sie unseren Architekten ins Gottlieb-Duttweiler-Institut nach Zürich geschickt für einen Crashkurs in Feng Shui. Wenn wir bauen oder wenn wir renovieren, wird alles nach Feng Shui ausgerichtet, nach dieser alten Lehre von Wind und Wasser. Wir haben einen Geomanten, der kommt vom Schwarzsee in der Nähe von Kitzbühel, also ein gestandener Unternehmer, der eine riesen Schreinerei hat, läuft bei uns mit der Wünschelrute rum, wenn die Arbeitsplätze gestaltet werden. Also niemand sitzt auf einer Wasserader, niemand sitzt auf einem Kreuzungspunkt oder auf einem Hartmannschen Gitter. Ich habe mit Führungskräften Seminare gemacht, damit die ihr eigenes Krafttier entdecken können, also mit einem Schamane. Mein Krafttier ist ein Wolf. Das hängt mir gerade jetzt in einem großen Bild von einem amerikanischen Künstler gemalt, mir genau gegenüber. Also ich sitze an der Stelle in dem Büro, wo meine Kraft am stärksten ist, wo niemand meine Hand runterdrücken kann und habe dann auch mein Krafttier gegenüber. Alles das, was ich gerade sage, muss man eigentlich noch in Klammern setzen. Ihnen kann ich sagen, weil Sie so weit sind. Viele sind noch nicht so weit. Und wir haben eben so einen Zeitpunkt, wo manche immer noch denken, das wäre so Hausfrauenkurs Volkshochschule, aber die Zeiten ändern sich. Wir sind halt aufgestellt für die Zukunft. Daraus ergibt sich dann die Frage, was ist die Zielgruppe von Ihren Seminaren? Wo kommen die Leute her? Wo holen Sie diese Menschen ab? Also wir machen ja grundsätzlich keine Werbung, das gilt auch für den Schindlerhof. Also ich habe keine Hinweisschilder rings ums Hotel. Nicht zu finden ist der erste Intelligenztest, weil ich keine Passanten will. Wer weiß, wie die aussehen. Die würden mir vielleicht die Marke zerkratzen, das ist nicht mein Ding. Wir kommunizieren ausschließlich übers Internet, über Facebook, über Social Media, über diese Plattformen. Also diese Plattformen, die ersetzen heute ja den Rotary vor 100 Jahren. Weil die ganzen Professionals einfach sich da verlinken. Und damit habe ich halt Zielgruppen, die zu mir passen. Und bei den Seminaren ist es genauso. Ich würde mal schätzen, 75% sind selbstständige, mittelständische Unternehmer, also KMUs, wie es so schön heißt, von klein bis mittel, und deren Führungskräfte. Und der Rest sind auch mal Leute aus Konzernen. Und ich stelle fest, in den letzten 2-3 Jahren, dass immer mehr Konzerne von uns Klein- und Mittelunternehmen lernen wollen und können. Vielleicht ein Beispiel, als Joe Kaeser, der CEO von Siemens wurde, jetzt vor einem Jahr, hat er in seinem ersten Interview gesagt, er möchte, dass 360.000 Siemensianer so arbeiten, als wenn sie ihr eigener Laden wäre. Das ist genau das, was wir im kleinen Mittelstand ständig tun, die Mitarbeiter mit ins Boot zu holen, eine hohe Identifikation herzustellen mit den Unternehmenszielen, mit den Werten im Unternehmen, dass die Leute so schaffen, als wenn sie eigene Laden wären. Da lernen jetzt Große auch schon von uns. Wir können allerdings auch von den Großen wahnsinnig viel lernen in Sachen Tools, Techniken, Management, Total Quality Management und. Und das beide ergänzt sich wunderbar. Ja, absolut. Gehe ich komplett konform mit Ihnen. Wir machen genau die gleiche Beobachtung. Wenn vor 25 oder vor 30 Jahren im Großraum Stuttgart ein Mittelständler natürlich gesagt hat, es ist unglaublich schwer, gute Leute zu kriegen, der Daimler, der grast hier alles ab. Dann hat er zu der damaligen Zeit sicherlich recht gehabt. Heute sehen wir wirklich das, dass KMUs, wenn sie es richtig machen, wirklich hervorragend geeignete Führungskräfte aus der Großindustrie abwerben können, weil sie genau das bieten können, Verantwortung, also die zwischenmenschlichen Faktoren, diese Räume zu schaffen, damit die Leute aufblühen können, was die großen Daimler, Bosch, wie sie alle heißen, einfach aufgrund der Historie und der Struktur gar nicht mehr leisten können. Also die richtig guten Leute heute bei großen Unternehmen zu holen, ist einfacher denn je und man rennt wirklich offene Türen ein bei diesen Managern. Gebe ich Ihnen recht, denn ich muss heute als Unternehmer, egal wie klein oder groß ich bin, eigentlich zwei Marken aufbauen. Einmal die Marke gegenüber dem Kunden, wenn wir es immer gemacht haben. Die wichtigsten Spielregeln lauten, starke Marken haben immer starre Regeln. Wir schließen von der Kundschaft auf die Marke. Und die zweite Marke ist die Arbeitgebermarke, also auf Neudeutsch Employer Brand. Und je stärker es einer schafft, diese Arbeitgebermarke attraktiv zu gestalten,
zum Leuchten zu bringen, umso eher funktioniert dieses Kapillarsystem, dass sich Initiativbewerbungen von allein einstellen. Und das ist genau das, was wir tun. Also wir haben sogar jetzt zum ersten Mal letztes Jahr von der Universität Nürnberg-Erlangen unsere Arbeitgebermarke bewerten lassen. Da ging es um Dinge wie Hedonismus, Macht, Benevolenz und eben Empowerment, Selbstbestimmung. Und ich mache die gleiche Erfahrung wie Sie, dass viele junge Nachwuchsführungskräfte sich aus dem Grund bei uns bewerben, weil sie sagen, hier darf ich Entscheidungen treffen, hier darf ich Fehler machen, ohne dass mir der Kopf abgerissen wird. Noch mehr ein Grund oder eigentlich der Hauptgrund, warum man als Unternehmer eben nicht im Unternehmen arbeiten sollte, sondern tatsächlich am Unternehmen. Das erfordert aber natürlich, dass man natürlich viel und sehr bewusst in seiner Mitte ist. Wie viele Durchhängertage hatten Klaus Kobiol im Jahr? Erster Teil der Frage, zweiter Teil der Frage, was tut er, damit er da rauskommt? Also Durchhängertage habe ich, wenn ich krank bin, also meine Erkältung und ich hocke mit der Grippe da im Bett, eigentlich kann ich denken, aber die Kraft ist weg. Und ich habe ab und zu immer noch Durchhängertage, wenn die Umsätze gravierend abweichen von der Planung. Mhm. Ich glaube, das ist ein typisches, ungesundes Phänomen von Gründern. Mhm. Dass das Wohlbefinden eines Gründers fast ein bisschen abhängig ist vom Kontostand beziehungsweise von dem, was er gerade erreicht, von der Planung. Also wenn ich einen verregneten Sommer habe und mein Garten ist leer oder es ist eine Fußballweltmeisterschaft oder eine Olympiade, so Straßenfeger, wo niemand ausgeht, dann kriecht auch bei mir ab und zu noch die Existenzangst hoch. Aber bei weitem nicht mehr so stark wie vor 20, 30 Jahren. Und was machen Sie, wenn die kommt? Wie bringen Sie die wieder weg? Abmachen? Ja, so ein Mantra, das ich mir dann immer wieder sage. Ja, okay. So froh und heiter, ja. Glück ist mein Begleiter. Okay. Okay. Und wenn ich in einer Situation bin, wo mich jemand richtig ärgert, wo mich jemand platt machen will, ob das jetzt eine Steuerprüfung ist oder eine Bank oder was auch immer, dann verwende ich die Hardcore-Version. Bin so froh und heiter, Glück ist mein Begleiter, du Arsch. Sehr gut. Was hat ein Klaus Kobiol für Mentoren oder hat er überhaupt welche? Also der wichtigste geistige Mentor war für mich Tom Peters. Also vor 40 Jahren, damals war er, glaube ich, noch Chef von McKinsey weltweit. Vorher war er Harvard-Professor und seine ersten beiden Bücher habe ich verschlungen. Mhm. In Search of Excellence, also auf der Suche nach Spitzenleistung, und Leistung aus Leidenschaft, A Passion for Excellence. Mhm. Leider sind die Unternehmen, die er dort als Vorzeigeunternehmen bringt, heute meist pleite oder gar nicht mehr existent, aber deswegen ist das Buch noch genauso wertvoll wie damals. Das war für mich eigentlich die wichtigsten Impulsgeber für meine unternehmerische Karriere. Die habe ich so vielleicht nach der zweiten, dritten Gründung irgendwann in die Finger gekriegt. Und ich habe auch seitdem jeden Vortrag von Tom Peters, wo es mir möglich war, besucht. Also seine berühmten Skunk-Camps, Stinktier-Camps in London oder wenn das ZFU in Zürich immer wieder eingeladen hat, so einem großen Event in Zürich oder die Frankfurter Allgemeine in Frankfurt, dann habe ich natürlich alles getan, dass ich da dabei sein kann. Gut, okay. Das heißt, Sie sind auch eher ein Seminartyp oder sind Sie eher jemand, der, wenn er so in Mentoring geht, dass er sagt, ich brauche so die 1:1-Begleitung als Unternehmer? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Auch überhaupt keine 1:1-Begleitung. Also, warum? Will mich jemand verbiegen? Will mich jemand so lassen, wie ich bin? Also, ich will es nicht schlecht reden, aber es ist einfach nicht mein Ding. Da muss man natürlich auch meine Ausbildung sehen. Ich habe ein Jahr vor Abitur die Schule geschmissen, habe dann zwei Hotelfachschulen besucht und dann bin direkt ins kalte Wasser geschwommen. Das heißt, mein Know-how kommt eigentlich durch Doing, also Learning by Doing. Und ich habe mir ständig die Pfoten an der heißen Herdplatte verbrannt. Und ich glaube, das ist der beste Lehrmeister. Okay. Und dabei war natürlich wichtig, dass ich mir irgendwann auch den theoretischen Background auf die Festplatte gezogen habe. Und das habe ich eben vor allem durch Bücher und durch Seminare gemacht. Also Autodidakt eigentlich, Schwerpunkt schon so aus der eigenen... So ist es. Und immer wieder selber ausprobiert. Also wir haben schon, wenn man so will, in Anführungsstrichen eine Abteilung Forschung und Entwicklung in unseren kleinsten Läden. Immer wieder was probiert, was noch nicht da war. Immer wieder was Neues. Und natürlich viele Flops dabei. Okay. Jetzt ist eine logische Folge eigentlich von am Unternehmen zu arbeiten, dass man ja dann irgendwann mal aus dem Unternehmen, aus dem Operativen raus ist. Wie Sie auch schon selber sagen, Sie waren noch, glaube ich, keinen Tag im Schindlerhof aktiv, haben Sie vorhin gesagt. Ja. Wenn ich jetzt als Unternehmer natürlich überflüssig bin, weil mein Unternehmen so läuft,
ist zwangsläufig natürlich dann das nächste Ziel als Unternehmer, ich gründe dann ein zweites Unternehmen. Weil aufzuhören, Unternehmer zu sein, kann ja nicht das Ziel sein, wenn ich aus dem Herzen raus Unternehmer bin. Jetzt haben Sie meine Achillesferse getroffen. Und warum ich so viel Spaß habe an den Vorträgen, weil mich hier keine Sau braucht. Ja. Also ich muss mir irgendwie ein zweites Standbein aufbauen. Genau. Und es hat sich wunderbar ergeben, dass das zweite Standbein dem ersten wahnsinnig hilft. Ja. Weil im Grunde genommen ist jeder bezahlte Vortrag Verkaufsförderung für den Schindler. Absolut, absolut, genau. Wenn jetzt ein Unternehmer sein Unternehmen so auf die Reihe bringt, dass es alleine läuft, wann ist der richtige Zeitpunkt, über ein zweites Unternehmen nachzudenken? Muss das erste komplett laufen oder kann ich schon parallel beginnen, ein zweites Unternehmen aufzubauen? Also grundsätzlich empfehle ich jedem, auf einer Hochzeit zu tanzen und nicht zu diversifizieren und nicht ständig auf einer neuen Hundehochzeit wieder mitzumachen. Ich bin der Überzeugung, dass ich mit einem ordentlichen Unternehmen, um das ich mich kümmere, mehr Geld verdienen kann und vor allem erfolgreicher sein kann, begeistertere Kunden haben kann, als wenn ich 3, 4, 5 oder 6 Unternehmen habe. Weil niemand kann sich zerteilen. Bei mir war es eben ein bisschen eine besondere Situation. Ich bin ja nach wie vor voll im Schindlerhof und gebe die Erfahrungen aus dem Schindlerhof einfach weiter. Mhm. Meistens natürlich auch in den eigenen Seminarräumen. Natürlich. Also ja. Eigentlich ist es ein Unternehmen, ja, ja. Wenn man so sieht. Aber ich würde nie mehr woanders ein Hotel aufmachen oder woanders ein Restaurant aufmachen. Das ist verzetteln. Okay. Und daher kommt ja dann dieser dumme Spruch, ich habe keine Zeit. Das müsste heißen, ich habe dafür keine Zeit und dafür keine Zeit, weil es mich meinen Zielen nicht näher bringt. Und deswegen brauche ich eine Vision und langfristige Ziele. Sehr gut. Eine letzte Frage zum Abschluss. Es gibt ein Zitat von Ihnen oder einen Satz von Ihnen, der heißt in etwa so, wen Gott strafen will, dem schickt er 30 Jahre gute Geschäfte. Ja. So, die Praxis zeigt natürlich, dass es dann viele Unternehmer gibt, die sagen, anscheinend liebt mich Gott, weil bei mir ist die Kacke gerade am Dampfen. Ja. Wenn ein Unternehmer in dieser Situation ist, dass er sagt, ich habe jetzt festgestellt, meine Führungsqualität ist lang nicht mehr ausreichend, meine Strategien sind nicht besonders gut, ich habe auch jetzt zu wenig im privaten Umfeld, wo ich meine Kraft und meine Dinge, die Dinge beginnen sich über mir einzustürzen. Was würden Sie dem raten, in welcher Reihenfolge soll er wie beginnen auszumisten? Da gibt es kein Patentrezept. Und es gibt auch keine Ferndiagnose. Das kommt auf den einzelnen Fall an. Also in meinem Fall ist es immer so gewesen, dass wenn ich in der Krise reingerutscht bin, waren wir nicht mehr innovativ genug. Es war nicht mehr sexy. Also konkretes Beispiel, letztes Jahr, sogar in den letzten 2 Jahren, sind unsere Tagungen leicht rückläufig gewesen, so marginal rückläufig. Mhm. Ich habe letztes Jahr im August, das ist ja der einzige Monat, wo nichts los ist in einem Geschäftshotel, 800.000 Euro in Tagungsräume gesteckt. Mhm. Seitdem ist eine Sogwirkung eingestellt. Wir haben mit einem Lichtarchitekten gearbeitet, alles auf LED umgestellt. Ein Skywalk gemacht, wo die Trainer 68 verschiedene Farbnuancen einstellen können in den Tagungsräumen, je nach Gusto, Laune und Uhrzeit und Energielevel. Alle Räume, auch die kleinsten, haben nicht nur die lichtstärksten Beamer gekriegt, sondern zusätzlich noch Flatscreens bis 80 Zoll. Kann in unserem großen Tagungsraum jetzt Präsentationen in 3 Sprachen gleichzeitig machen, weil da 3 Beamer hängen. Also Schweizer Firma, Deutsch, Französisch, Italienisch. Das heißt, wir haben uns durch Innovation wieder an den eigenen Haaren ein bisschen rausgezogen, wo wir schon bis zu den Knöcheln in dem Jeu-Jeu versackt sind. Also bei mir war es eigentlich immer, wir ruhen uns ein bisschen auf dem Erfolg aus, wir sehen es jeden Tag, wir sind verliebt in das eigene Unternehmen und sehen gar nicht mehr, dass es nicht mehr so crisp, nicht mehr so sexy, so attraktiv ist, wie es mal gewesen ist. Und da muss ich Geld in die Hand nehmen. Unternehmer müssen antizyklisch handeln. Wenn die Geschäfte zurückgehen, dann wird investiert. Das heißt, Sie greifen auf 2 Ihrer größten Ressourcen zurück, einmal auf Ihr Urvertrauen und Sie begeistern sich dann selber wieder für diese Sexiness und gehen so dann eigentlich die Täler an oder die Dellen an oder die Probleme auch an. So ist es. Okay, und Strategie ist gar nicht so wichtig. Also es gibt ja einen bekannten Spruch, Culture eats strategy for breakfast. Also die Unternehmenskultur verfrühstückt die Strategie. Ja. Alle reden von der Strategie. Die Kultur in einem Unternehmen ist wesentlich wichtiger. Ja. Dazu gehört Fehlerfreudigkeit. Ja.
Wir wählen im Schindlerhof den Fehler des Monats, trinken mit dem ein Glas Champagner und bedanken uns für den Mut, den es gebraucht hat, was auszuprobieren, was gefloppt hat. Mir fällt ein Satz von Tom Peters dazu ein. Bestrafen Sie mittelmäßige Erfolge, belohnen Sie fulminante Fehlschläge. Mhm. Weil die Leute, die den Mut haben, was auszuprobieren, auch wenn es floppt, die bringen Schwung in die Bude. Mhm. Und nicht die angepassten Wendehälse mit Robespierre-Mentalität, wobei jeder Aktennotiz noch schneller zwei damit unterschreiben muss, dass sie nicht dran schuld waren. Okay. Jetzt sind wir Jetzt sind wir genau an dem Punkt, wo eben diese Kraft und dieser Mut aus diesem Klaus Kowiol so jetzt so richtig in Fahrt kommt. Und ich bin auch wirklich der hundertprozentigen Überzeugung, dass das auch in meiner Erfahrung nach 70-80% ausmacht, was tatsächlich einem Unternehmer hilft, auf solche Quellen, auf solche Tankstellen zurückgreifen zu können. Und von daher bedanke ich mich jetzt erstmal ganz, ganz herzlich für das Interview. Und wann kann man denn an der Tankstelle Kowiol das nächste Mal seinen Mut und seine Energie für sein Unternehmen holen, im Schindlerhof idealerweise? Also ich mache nur 2 offene Seminare im Jahr. Aha. Das ist immer im März, April und Oktober, November. Also irgendwann im Spätherbst ist die nächste Möglichkeit, dass man sich einzeln anmelden kann. Mhm. Ich mache aber jetzt noch eine neue Seminarreihe mit einer wunderbaren Frau, mit der Fernsehfrau Nina Rüge. Ja. Und da hätte ich noch eine Buchempfehlung. Sehr gerne. Der unbesiegbare Sommer in mir. So bin ich auf Sie aufmerksam geworden. Der unbesiegbare Sommer in mir. Ihre Zusammenfassung hat es gerade gezeigt. Das Leben hat zwar eine ballistische Kurve. Mhm. Also irgendwann ist der Zenit überschritten. Aber der Sommer in uns, der währt ewig. Und Alter ist keine Frage von Jahren. Ich kenne 30-jährige Dannerkreise und 80-jährige Lausbuben. Absolut. Ja. Wunderbares Schlusswort. Nochmal ganz herzlichen Dank. Wir werden uns ja persönlich wahrscheinlich sogar sehen im September, wenn von René Penzelin die Online-Akademie-Tage dann bei Ihnen im Schindlerhof stattfinden. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ansonsten wünsche ich mir für Sie und auch für uns, dass diese Kraftquelle Kowiol ständig am Schwodeln bleibt, dass wir alle davon auch partizipieren können. Ganz herzliche Grüße an Frau und Tochter unbekannterweise. Mache ich am Leiter. Nochmal herzlichen Dank und bis dahin. Mir hat es riesen Spaß gemacht. Tschüss. Mir ebenso. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.